wir sind noch nicht ganz fertig, aber schon fast am Ende. Die relevanten Redebeiträge zum Anlass, zum Motto der Kundgebung haben wir uns schon angehört. Unterschriften werden noch weiter gesammelt für die Petition gegen dieses Projekt, gegen dieses rassistische Projekt, was sich Biogruppa Romanes nennt. Diese Unterschriftensammlung läuft auch natürlich online als Petition. Also ihr sagt einfach weiter euren Freunden und Freundinnen, die sollen das bitte dann auch online auch unterschreiben. Ja, bevor ich jetzt die letzten Worte noch loswerde, habe ich auch schon am Anfang angekündigt, könnt ihr gerne noch Mitteilungen machen für anstehende Aktionen in den nächsten Tagen oder Wochen zum Thema Antirassismus. Zum Beispiel morgen gibt es eine Aktion. Ich würde gerne Dirk bitten, nach vorne zu kommen und das mal zu erklären. Dass ihr alle gekommen seid, um den Protest gegen den Dracula-mäßigen Bio-Knoblauchanbau hier irgendwie zu kritisieren. Lauter? Okay. Ich möchte jetzt nochmal für morgen noch eine Veranstaltung ankündigen, vom Flüchtlingsrat organisiert und von Oppositionsparteien, Vereinen und Gruppierungen unterstützt wird. Und zwar geht es um Abschiebung und um den Abschiebestopp im Winter. Und zwar verlese ich jetzt mal den Aufruf vom Flüchtlingsrat. Der heißt 5 von 12 Abschiebungen in die Eisenkälte stoppen. Die Kundgebung findet morgen statt um 11.55 Uhr von der Senatsverwaltung für Inneres und Sport in der Klosterstraße 47. Und dort steht, kurz vor Weihnachten hat die Berliner Ausländerbehörde Flüchtlinge aus Serbien abgeschoben. Unter ihnen waren Familien mit kleinen Kindern, Jugendliche, die in Berlin aufgewachsen sind und Erwachsene mit schweren Erkrankungen. Schleswig-Holstein, Thüringen, Rheinland-Pfalz und Bremen haben ihre Ausländerbehörden angewiesen, besonders schutzbedürftige Flüchtlinge während des gesamten Winters nicht abzuschieben. Die Berliner Innenverwaltung hingegen setzt Abschiebungen nur über die Feiertage aus. Ab Anfang Januar sollen wieder Menschen zwangsweise in den Balkan zurückgeführt werden. Auch die Eltern des 19-jährigen Luca könnten dann abgeschoben werden. Luca ist in Berlin geboren und hier zur Schule gegangen. Als er 8 Jahre alt war, musste er mit seinen Eltern nach Serbien ausreisen. Seit 2 Jahren ist er wieder hier, denn als Angehörige der Roma-Minderheit hatte er in Serbien keinen Zugang zur Schulbildung. Seine Familie lebte unter existenziell schwierigen Bedingungen. Mittlerweile ist die Familie völlig entwurzelt. Weil in Berlin keine Aufenthaltserlaubnis bekam, sind Lukas Eltern nach Schweden weitergeflohen. Kürzlich wurden sie von Schweden nach Berlin zurückgeschoben und jetzt droht ihnen die Abschiebung nach Serbien. Für Luca ist noch ein Antrag bei der Härtefallkommission anhängig, nur deshalb darf er vorläufig bleiben. Die meisten in Deutschland lebenden Flüchtlinge aus den Staaten des ehemaligen Jugoslawiens sind wie Lukas Familie Angehörige der Roma-Minderheit, die vor existenzieller Armut, Diskriminierung und Verelendung geflohen sind. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat ihre Asylanträge im Schnellverfahren und mit Textbausteinen fast durchweg abgelehnt. Nun sind viele akut von Abschiebung bedroht. Weil in den Wintermonaten die Situation von Minderheitenangehörigen in den westlichen Balkanstaaten besonders schwierig ist, haben bisher 4 Bundesländer einen Winterabschiebestopp für diese Gruppe erlassen. Dadurch sollen humanitäre Härten vermieden werden. Der Flüchtlingsrat Berlin fordert die Innenverwaltung auf, sich den Vorbilden aus Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz und Thüringen anzuschließen und Roma-Angehörige während des Winters nicht abzuschieben. Gemeinsam mit Parteien der Opposition im Abgeordnetenhaus ruft er deshalb am 28. Dezember zur Kundgebung 5 und 12 Abschiebungen in die Eisenkälte stoppen vor der Berliner Innenverwaltung auf. Darüber hinaus setzt sich der Flüchtlingsrat ein für eine dauerhafte humanitäre Bleiberechtsregelung für alle Roma-Angehörige aus dem Balkan. Deutschland hat eine historische Verantwortung gegenüber den Sinti und Roma, die während der Nazizeit systematisch verfolgt und ermordet wurden. Kommt also morgen 5:12 Uhr vor die Innenverwaltung, auch wenn unsere Forderungen sicherlich an mancher Stelle weitergehen, nämlich Bleiberecht für alle, niemand ist illegal,
kann auch hier trotzdem weiter protestiert werden und sich auch dieser Forderung angeschlossen werden.